Da ich jetzt den 42. Abonnenten habe, werde ich jetzt hier den 42. Teil des normalen Minecraft-Let's Play machen. Und ich bin ja hier auf der Suche nach einem Dschungel. So, jetzt wird es gerade dunkel, was ich gerade bemerke. Die Welt ist seit ein paar Tagen nicht mehr gespielt. Ich muss erstmal hier schlafen gehen. Dafür habe ich das Bett mitgenommen, damit ich immer schlafen gehen kann. Hier ist ein Lavasee, hat die alles angesteckt. Aber ich suche hier nicht. 43 Melonen habe ich hier noch. Ich suche hier erstmal ein Dschungel. Also ein Dschungel ist hier gesucht. Ich laufe wieder in die Richtung. Kompass habe ich nicht dabei, eigentlich habe ich ja die Koordinaten. Wo ich... wo ich hier vielleicht dann wieder nach Hause gehen kann, mit den Koordinaten. Aber ich... Nein, ich habe doch einen Kompass dabei. Das Schwein wird mich verfolgen, aber es war gar nicht so. Ich muss einfach hier gucken, ob hier ein Dschungel ist. Hier ist Zuckerrohr, habe ich hier einen angefangenen Stack, das heißt, ich kann die sowieso mitnehmen. Das Zuckerrohr habe ich jetzt auch 29 Stück. Aber ich will ja gerne einen Dschungel haben, weil ich habe meine Dschungelbäume sind ausgegangen. Dann muss ich mir Dschungel holen. Dschungelholz. Oder Tropenholz, wie das heißt. Ich laufe jetzt so bei abnehmender X-Achse. Ich glaube, ich muss noch ein bisschen mehr in die Richtung laufen. Vielleicht bin ich dann wieder im Dschungel. Weil in die Richtung laufe ich irgendwie ein bisschen Richtung Heimat. Hier ist noch ein See. Hier ist noch ein bisschen mehr Zuckerrohr. Zuckerrohr nehme ich jetzt gern mit. Na, wo ist denn vielleicht sowas? Ich habe auch nicht viel mehr Nahrung, oder? Habe ich noch was? 5 Äpfel habe ich noch. 59 Getreide, das reicht ja noch. Also 59 Getreide, da kann ich noch einige Brote herstellen. Ich habe ja sogar eine Crafting-Box dabei, da könnte ich also noch Brote herstellen. Aber wenn bin ich gerade irgendwie auf, ein bisschen mehr auf Zuckerrohr-Fanatik. Obwohl ich ja nicht, mein Ziel ist ja eigentlich, also mein eigentliches Ziel ist ja jetzt hier einen Dschungel zu finden. Aber ich hatte jetzt bisher keinen Dschungel gefunden. Deswegen muss ich jetzt weiter nach Dschungeln suchen hier. Ich bin jetzt schon wieder, ich bin glaube schon bestimmt eine halbe Stunde, also insgesamt unterwegs. Nach Dschungel zu suchen. Also nach Dschungeln zu suchen, aber. Weit und breit nichts in Sicht. Hier sind nur normale Bäume und Birkenbäume, aber kein Dschungel. Aber Wasser, Essen, das ist einen sehr langsam. Dann müssen wir vielleicht noch auf Schleimblöcken und dann noch Spinnweben. Dann ist er noch langsamer. Aber ich sehe keinen Dschungel. Ich kann erstmal sowieso ein bisschen freilaufen, weil der Kompass der führt mich sowieso zum Spawn hin. Hier ist wieder so eine riesige Fläche. So eine riesige Fläche aus Stein. Ich glaube, hier war ich schon mal gewesen. Kann sein, dass. Also es kann nicht sein, dass ich hier schon mal gewesen war und wenn wir nicht. In die Richtung, also entgegen der Kompassrichtung gelaufen und da hat es auch einen Dschungel gehabt. Hier ist im Wolf Forest. Da ist eine Tiger, also hier sind relativ viele Baumarten, aber kein Dschungel. Kann wirklich sein, dass ich wahrscheinlich hier schon mal war. Ich laufe Richtung Wolf Forest. Also wie heißt denn der Baum? Oder wie heißt es denn? Auf Deutsch, ich weiß dann nämlich den deutschen Begriff nicht. Steinhacke, brauche ich mal zu kacken.
Hier ist Holz. Jede Menge Holz. Aber nicht die gesuchte Baumart. Schwarzeichenholz habe ich natürlich. Hier ist ganz schön dunkel. Aber ich suche ja nicht Schwarzeichenholz, sondern Dschungelholz. Da sind auch ein paar einzelne Birken drin, aber hier ist meistens die Schwarzeichenholz. Gehen wir wieder kurz aus dem Wasser raus. Obwohl, ich kann ja eigentlich hier in die Richtung weiterlaufen. Aber hier habe ich natürlich nicht die maximalen Diamanten. Also hier ist eine ganz normale Welt. Ah, ich laufe weiter, laufe weiter, laufe weiter. Aber weiterhin nichts Dschungelmäßiges in Sicht. Oder war es nach diesem Birkenwald und dann Dschungel? Ich laufe nochmal nach dem Birkenwald ein bisschen ab, aber dann drehe ich auch um. Und würde das für den Dschungel mal auf, sag mal, ein paar 60 oder höher vertagen. Hier ist schon mal wieder Lava. Lava an der Oberfläche. Und schon verhungert man wieder schnell. Da ist wieder ein Berg, der aus Lava besteht. Hier sind jetzt wieder Schafe. Oh. Ich glaube, das sieht nicht gut aus hier noch. Dschungeln. Gehen noch so 2-3 Minuten lang danach suchen nach Dschungeln, aber dann gebe ich, sage ich mal, die Suche ist vertagt auf nach Part 60 oder 50. Könnt ihr natürlich entscheiden, wann ich das wieder machen soll. Nach Dschungeln suchen, um da ein Dschungelholz nach Hause zu bringen und zu züchten, weil nämlich der nächste Dschungel bestimmt 1000 Blöcke weg ist. Das ist ja schon wieder so ein Lavasee. Na, ich glaube, das ist nicht der Wall, weil da nämlich extrem Hills ist. Ich sage, das ist vertagt, die mit dem Dschungeln. Fall natürlich hier runter. Das kann ich ja mit zum Hochbauen benutzen, Erde. Jetzt gehe ich erstmal nach Hause. Ich gucke mir vielleicht eine der vorherigen Parts dann an, um zu gucken, wo ich dann... Ich schreibe mir dann die Koordinaten auf dem Schild auf, wo dann der Dschungel ist, weil ich da hin muss. Und jetzt immer dem der Kompassnadel folgen, das ist Richtung Nordwesten. Also Richtung negativ X und negativ Z Achse. Das ist Nordwesten. Man kann ja noch zusätzlich schleichen, essen. Also schleichen, essen, Schleimblock. Oder im Wasser. Schleimblock, Wasser und dann noch Spinnweben. Da kann man sich extrem verlangsamen. Ich laufe eigentlich die Strecke wieder zurück, die ich eben gelaufen bin. Das ist in diese Richtung, wo ich hin muss. Nein, das ist gerade die Richtung. Das ist in die Richtung, wo ich muss. Weil ich hatte nämlich auch nicht mehr so viel Essen.
So viel habe ich nämlich nicht mehr, deswegen würde ich jetzt mal hier wieder zurückgehen. Mal das Kompass nach. Und es wird auch erstmal dunkel, also werde ich hier erstmal die nächste Nacht verbringen müssen. Bett habe ich ja zum Glück schon. Oder ist das ein Dschungel? Nein, das ist kein Dschungel. Das ist kein Dschungel hier. Das ist hier ist ein Root Forest. Ein Root Forest. Und da in diesen Extreme Hills kann ich schlafen. Und während man schläft, dann kann man das hier nicht scrollen. Wieder essen. Aber ich glaube, am Ende dieses Tages könnte ich vielleicht wieder zu Hause sein. Und die Koordinaten, dann müssen nämlich hier relativ klein werden. Also ich bin jetzt noch bei 2300 Z-Achse. Muss wahrscheinlich bis etwa 200-300 runtergehen. Und wenige 100 runtergehen. Das denn? Eine Floating Island? Nein. Es wurde einfach nur nachgeneriert. Ich bleibe hier erstmal auf der linken Seite des Flusses. Wieder essen. Bleibe erstmal auf der linken Seite. Das denn hier? Eichenholz, das halt, naja, seitlich gerichtet ist. Nicht falsch, sondern seitlich. Jetzt hier die Seite lang gehen. Ich komme da nicht hoch. Runtergehen ist natürlich einfacher als hochgehen. Ach, hier oben drauf. Gibt ja da schon. Muss ich wieder irgendwie hochbauen. Möglichst wenig Blöcke abbauen müssen. Da komme ich nämlich wieder hoch. Hier oben, wenn ich da hinkomme. Hier ist mal den Stein abbauen, jetzt ist wieder Erde. Jetzt bin ich wieder an der Oberfläche angekommen. Inventar schon relativ voll wieder. Jetzt kann ich aber wieder hochgehen und da ist schon Wolkenebene. Mag ich eigentlich nicht so gerne hier durch Extreme Hills durchlaufen zu müssen. Würde ich eigentlich sonst in Zukunft immer solche Biome meiden. Da ist eine Taiga. Lauf im Moment in die andere Richtung. Und durch dieses Graben kaum voran. Na, hier kann ich langlaufen. Ah, ich komme weiter voran. Wieder ein Essen. Aber irgendwie will ich jetzt erstmal nach Hause. Was ist denn da? Eine Höhle? Ja, ist eine Höhle, aber die erkunde ich jetzt gerade nicht.
Aber ich will ja nach Hause, ne? Ich bin ja relativ weit weg von zu Hause. Im Fichtenwald. Vielleicht treffe ich doch noch auf dem Dschungel auf dem Nachhauseweg. Wow, es brennt da. Schon wieder so ein Lava-Aufkommen, was Wald anzündet. Oh, es geht hier ziemlich hoch hier. Oh, hier geht's ganz schön weit hoch. Das sind dann hier ein Höhleneingang war das. Und verletzt mich schon wieder. Weiter, hier muss ich wahrscheinlich wieder Erde hochbauen, die ich habe. Ich habe so viel schon im Inventar. Ich muss mal hier Erde hochbauen. Die ganze Erde mal ein bisschen verbauen. Schnee brauche ich jetzt gerade nicht. So, da ist ganz viel Fichtenwald und hier. Extrem viel Fluss hat das hier. Nackt mich schon wieder. Du kriegst aber Schaden hier in die Rüstung. Ich habe ja hier keine Diamantrüstung, weil ich noch nicht genug Diamanten hätte dafür. Jetzt will ich am besten möglichst immer den Kompass folgen. Geht aber nicht immer. Kompass, der führt mich in die Richtung, wo ich jetzt, und das ist jetzt die Z-Achse, die noch kleiner wird. Ist mir jetzt gerade unter 2000 wieder gesunken. Ich glaube, es ist 2300, aber ich werde den Park erst beenden, wenn ich hier zu Hause bin, und dann in den nächsten Parts erstmal wieder zu Hause was machen. Und das waren anscheinend zwei verschenkte Parts, also, weil ich einfach keinen Dschungel mehr gefunden habe. Werde ich sonst, wenn ich das wieder plane, dann auch vielleicht einen kurze Ausschnitte da auf dem Part dann, die ich da habe, angucken und gucken, wo der Dschungel dann ist. Weil dann kann ich mich gezielt zu den Koordinaten. Ich würde sonst vielleicht bei der 1.9 so machen, dass man Kompass von dem vielleicht so festlegen kann, wohin er zeigt. Also das, in dem Fall, dass er zu den nächsten Dschungel, würde ich das dann nennen. Und dann die Koordinaten eingeben, wohin er zeigen soll. Und verletzt mich schon wieder. Die X-Achse wird noch kleiner. Langsam kleiner, bin ich bei 64. Also der Wert X ist sehr klein geworden. Ah, kurz einen Stock gegeben. Was ist das hier? Ein Sumpf. Wo ist ein Dschungel? Nein, ist kein Dschungel. Hier ist ein sumpfiges Gebiet. Da habe ich den an 39, das heißt, ich kann noch Zuckerrohr abschlagen. Führt mich ja noch in die Richtung. Ein Wolf Forest hier wieder. Jetzt hier in ein Sumpfbiom. Ich glaube, bei Brot muss ich ja nicht immer so häufig essen. Weil es sind nämlich fast alle ganzen Millionen alle weg. Ich hoffe, am besten hier die Küste ein bisschen länger.
ein bisschen länger auf Land bleiben. So bleibe ich noch etwas länger auf Land. Länger auf Land bleiben würde bedeuten, ich komme eigentlich etwas schneller an. So, war richtig tiefer Wald hier. Alles verwaldet hier. Ich war noch ein Hase. Die Sonne geht schon wieder unter. Obwohl, eigentlich will ich gerne noch aus dem Wald raus, aber wie finde ich hier den Ausgang des Waldes? Oder muss ich denn die ganze Zeit übers Wasser schwimmen? Da ist also Sumpfgebiet da hinten. Ah, da geht's ja weiter. Schwimmen dann nochmal zu der Insel, die ich da hinten gesehen habe. Aber dann erstmal, weil ich schon den zweiten Tag verbracht und wieder ohne Dschungel finden. Das sind ja wirklich eigentlich zwei Parts, die man eigentlich gar nicht brauchen könnte. Kommt noch wahrscheinlich noch bevor die Nacht begonnen hat. Also jetzt wird es als Nacht gewertet. Jetzt fängt es an, die ersten Sterne tauchen jetzt auf. Aber ich bin jetzt gerade hier angekommen, das heißt, ich kann jetzt noch schnell schlafen, bevor es richtig dunkel wird. Aber kein Dschungel in Sicht, hoffe ich mal, dass ich das mal nach Part 50 ändern kann. Ich würde mich ja im Moment in die Richtung. Das heißt, die X-Achse würde eigentlich kaum noch ändern sollen. Eine X-Achse finde ich schon beim relativ gleichen Wert. Ja. Da kommt wieder ein Birkenwald. Was ist das denn der Kürbisse? Na, da kommen wir nicht rüber. Da sind Kürbisse. Aber ich brauche keine Kürbisse, ich züchte die gerade. Jetzt bin ich wirklich in ein Birch Forest gekommen. Birch Forest Hills heißt es hier sogar. Und ich bin jetzt gerade am Weg, den Kompassnadel hier zurück nach Hause zu folgen. Hier ist noch ein River. Na, jetzt habe ich ihn natürlich weggeschmissen. Jetzt habe ich den Kompass wieder. Den Kompass habe ich jetzt wieder. Local Difficulty steht 2,24. Habe ich auf normal gestellt. Tag 62 schon, oh. Wir sind bei Tag 62 des Let's Play. Jetzt muss ich jetzt mal wieder, dann die Äpfel kann ich ja noch essen hier. 5 Äpfel habe ich ja noch. Und ein Apfel halt ja 2 Hungerpunkte und nicht nur einen. Wenn ich die Äpfel aufgebraucht habe, dann werde ich das auch craften. Da ist noch ein Root Forest, da ist ein Birchwood Forest. Ich weiß die deutschen Begriffe nicht so. Deswegen wird der Part auch ein bisschen länger, weil ich in dem Part jetzt beschließe, jetzt
bis ganz nach Hause zu kommen. Und jetzt bin ich bei 700 angekommen. Das heißt, es wird nicht mehr lange dauern, bis ich dann zu Hause bin. Ich bin jetzt schon bei 25 Minuten Aufnahme, habe bei 7 Minuten beschlossen, nach Hause zu gehen. Und das ist schon seit 18 Minuten ja nur am Laufen nach Hause. Ich bin also ganz schön einen langen Weg gelaufen. Ich will eigentlich gar nichts. Hier liegt Backgeber weg. Das ist hier automatisch getickst. Ich bin jetzt bei der X-Achse, muss ich ein bisschen in die Richtung laufen. Da ist hier so ein Fichtenwaldbiom. Ein Fichten stehen hier. Ganz schmales Gebiet hier zwischen, wo Fichten und Schnee liegt. Hier sind wieder normale Bäume und Birkenbäume. Aber kein Dschungel. Sonst muss ich meinen Jungle Finder installieren hier. Dass er den nächsten Dschungel, wo er ist, findet. Und dass ich da immer hingehen kann. Die Sonne ist schon wieder Mittag. Oh, das ist ein Ei. Habe ich wohl so ein Eierslot? Nein, die muss ich also lieber nicht mit. Aber eine Eierfarm, die produziert ja unendlich viele Eier. Also man braucht natürlich... Oh, da bin ich schon auf der Seite angekommen. Da bin ich ja schon fast zu Hause angekommen. 42 Zuckerrohr. Die setzen wir mal hier hin. Okay, der kann wieder weg. Oh, jetzt bin ich aber endlich wieder zu Hause angekommen. Könnte ich jetzt irgendwie sagen. Jetzt bin ich endlich wieder zu Hause. Hier habe ich noch diese Brücke. Wie sieht es hier mit der Getreidefarm aus? Wäre natürlich noch nie nicht gewesen. Aber es ist noch nicht fertig gewachsen hier, das Getreide. Das macht aber nichts. Ich habe hier noch 59 Stück. 59 Weizen habe ich noch übrig. Aber es sind jetzt die Kühe aufgewachsen. Da sind jetzt die Kühe aufgewachsen. So critical hits kann man die direkt töten. Dürfen hier so verliebte zwei kleine Kühe entstehen. Ist jetzt nur eine entstanden. Zack. Und jetzt sind die auch nachgezüchtet. Ich würde den Part heute eine halbe Stunde werden lassen. Jetzt bin ich auch wieder beim Haus angekommen. Hier ist Akazienholz und hier soll das dann immer reinlaufen, wenn ich bei der Weizenfarm fertig habe. Hier ist noch Raw Beef und hier ist noch rohes Hammelfleisch. Das kann ich auch noch brennen. Und anschließend kann ich dann noch Akazienholz kann ich noch rein. Anschließend kann ich nämlich noch die 10 rohen Rindfleisch brennen. Dann habe ich nämlich heilen die mehr. Hammelfleisch halt, glaube ich, 3. Hammelfleisch, das ist ja Fleisch vom Schafen, wenn die gedroppt. Wer das nicht weiß, hatte ich mal gesehen, dass die mit von Schafen her gedroppt sind. Ich dachte, das wäre von irgendwie Kaninchen ähnliches Fleisch. Mein Hunger ist nämlich wieder relativ weit runtergegangen, also wieder relativ hungrig. Zack, jetzt habe ich erstmal da wieder gebratenes Hammelfleisch. Und das Bett hier brauche ich gerade nicht. Die Schleimbälle, die haben alle hier von den Sumpfbiomen, weil da oberirdisch Slimes gespawnt sind. Hier sind nochmal 10 weitere Seeds. Weil er die da nicht drüber gepackt hat. Da ein Stack einzusparen. Leder habe ich jetzt auch welches wieder gewonnen. Aber hier 11 Stück. Steaks habe ich 15 Stück sogar. Was ist da jetzt drinnen noch mehr? Da werden noch mehr Steaks hergestellt. Habe ich
Und da habe ich noch einen einzelnen Holz, Stück und drei. Also sonst. Ihr Setzlinge und so weiter. Die brauche ich nicht, die brauche ich auch nicht. Spinnenaugen habe ich vier. Brauche ich auch nicht. Crafting Table, der ist nicht drin. Cheese brauche ich nicht. Land brauche ich gerade nicht. Kobbel brauche ich jetzt auch nicht. Obwohl Kobbel kommt nicht hier unten rein, sondern hier oben. In die Truhe kommt Cobblestone rein. Wo auch Erde reinkommt. Da ist auch ganz schöne Menge Erde drin. Also ich habe ja 27, 28, 29, 30 volle Stacks und dann noch einen halben. Hier ist aber noch ein bisschen mehr Erde. Ich habe über 31 volle Stacks Erde schon im Besitz. 31 volle 64er Plätze Erde. Cobblestone habe ich natürlich ein bisschen verbraucht durch die Wege, die ich hier gebaut habe. Hier ist noch Obsidian, aber ich brauche noch eine Diamantspitzhacke. Da hinten ist eine Zuckerrohrfarm. Da hinten steht ja die Zuckerrohrfarm. Ich bin schon bei 31 Minuten, aber ich glaube, ich kann ruhig wieder etwas länger werden, der Part hier. So, hier ist ja noch die Farm, die ich ja vor ab Part 38 habe ich die, glaube ich, gebaut. 38, 39 habe ich die, glaube ich, hergestellt. Also vorher war da ein normales Feld. Also hier stand, früher war hier mal ehemalig so ein Feld. Das Feld habe ich hier abgemacht und da wächst jetzt das Getreide. Das wächst dann, das wird dann automatisch geerntet, diese Maschine. Eine automatische Erntemaschine, und wenn man den Knopf drückt, also den Hebel umlegt, dann werden die Pisten ziemlich ein, der Sand wird nach unten fallen und dann wird das hier alles über weggespült und überflutet. Und eigentlich könnte ich den Wirkungsgrad noch erhöhen, wenn ich hier zwei Blöcke hoch machen würde. Und natürlich die Fackeln hier nochmal platzieren. Ich habe aber noch ein paar mehr Fackeln, deswegen habe ich auch 50 Stück. Aber dieses zwei hochbauen, das ist... Ich mache einfach nur so mit hier erstmal. Das zwei hochbauen hier ist nur gedacht, um mit den Items nicht so alle überall wegfliegen. Die Fackeln kommt da rein, damit es hier erstmal hell ist. Wir machen einfach hier die Helligkeit. Da ist ein Enderman gespawnt, schon relativ schnell. Was ist denn jetzt in einem Mond? Abnehmender Halbmond. Darf ich ja nicht auf den Enderman gucken. Und mehr Erde haben wir gar nicht. Vielleicht wird er noch auf einer Seite erhöht. Hier ist alles richtig schön ausgeleuchtet. Hier wirklich keine Monster erscheinen, spawnen. In dem Gebiet, wo ich hier bin, sollen erstmal normalerweise keine Monster spawnen. Hier wirkt ein Zeugs noch dazu, hört sich rein. Hier kommen Fichten rein. Hier kommen Eichen rein, also das ist alles die man jetzt vielleicht zum ersten Mal gucken. Hier kommen Akazien-Dinger rein. Hier kommt Dschungel rein. Hier habe ich ja noch Holz übrig. Und hier kommt nur mal... Ich weiß nicht, ob das Schwarz eigentlich ist, aber Dschungel habe ich ja natürlich an Setzling mal abgesucht bekommen. Hier ist alles richtig schön hell. Und ich werde erstmal den Part beenden. Ich hoffe mal, dass es euch gefallen hat. Gebt dafür Daumen nach oben. Also wenn das euch nicht langweilig war, teilt dieses Video und ein Abonnieren würde mich auch freuen. Monster in der Nähe. Deswegen kann ich nicht schlafen. Wegen so einem Baby-Zombie. Aber jetzt kann ich schlafen. Dann kann ich schon mal sagen, bis dann und ciao. Würde beim Aufwachen beenden.